schwimmen lerne, ja, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und der Vater, unser Unruhiger wird der ganze Flug. Der Vater sagt, Flügel ausbreiten, verdammt noch einmal, habe ich gesagt! Ja, ich mach's mir schon. Deswegen nicht, weil sich die Welt so radikal gewandelt hat die letzten 10, 15 Jahre, und da werden wir noch drüber sprechen, dass kein Stein auf dem anderen geblieben ist. Das heißt, wir leben in einer Zeit der Revolution. Wolfgang hat einen Traum erfüllt. Erzähl mal davon, ein bisschen lauter. Klatsch mal, Wolfgang, du bist ja der Aufschlussprogramm. Mittagstisch, gegründet 2009, aus dem Anlass, ich habe selber zwei Jungs, heute 20 und 18 Jahre alt, und die brachten natürlich immer Leute mit, Kids mit nach Hause, und wie das überall ist, wer da ist, kriegt auch Essen mit. Es kristallisierte sich ein Junge raus, der kleine Pierre, der immer noch kam, obwohl er mit meinem Dominik nichts mehr zu tun hatte. Ich habe ihn gefragt, du, was machst du hier, schmeckt es dir besonders gut hier? Und er sagte, ich kenne das nicht, warmes Mittag und warmes Abendessen. Wenn der Monat zu Ende ist, dann kriege ich von meinem Papa Toastbrot. Und das wollte ich nicht glauben und bin dann zum Vater hin. Ich sage immer, Heinrich, der Pierre hat mir so und so erzählt, stimmt das? Da sagt er, was soll ich machen? Wenn der Monat zu Ende ist, dann reicht es nicht mehr für Bier und Zigaretten. Ja? Und solange es nette Menschen gibt, wie der Peter Paul, der daran gekommen ist und uns wirklich einen Wahnsinn schenkt, in einem Moment gegeben hat, deswegen, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, deswegen habe ich so furchtbar geweint, weil es war ganz, ganz eng bei uns, weil diese verdammten Umbauarbeiten so viel Geld gefressen haben. Ich traue nie mehr einem Handwerker Rechnung, der sagt so und so viel. Die haben alle auch alle in Mathe nicht aufgepasst. Ja, aus 9 werden 11 und ja, also irgendwie haben wir alle den Rechnen gelernt. Und darum war es also wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, mein Gott, was machst du denn jetzt die nächsten 2-3 Monate? Wie sieht's aus? Ja, da wurde aus. So, jetzt habe ich es folgendermaßen gemacht. Jetzt habe ich gesagt, wer Bock hat, Kölsche Linda, dein Projekt zu unterstützen, der macht die Dose voll. Und wer Bock hat und Lust hat, dich zu unterstützen mit deinen Kindern und Essen im Kölner Mittagstisch, richtig, der macht dieses Schweinchen voll. So, ich lasse jetzt einfach mal, also erstmal, wollen wir sie unterstützen? Ja! Letztes Jahr habe ich ein Jahr auf Mallorca gewohnt, das war ein lang ersehnter Traum von mir. Jetzt bin ich wieder in Hamburg, weil ich so ein bisschen familiäre Umfeld vermisst habe. Aber es war wirklich ein Traum von mir, auf Mallorca zu leben. Ich habe mir das als Ziel gesetzt und dann bin ich auch ausgewandert. Aus dem letzten Jahr habe ich einen Trailer gedreht für mein Buch hier. Du kannst dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Unterm Strich gibt es auf dieser Welt nur zwei Arten von Menschen. Du hast die Schwätzer und die Macher. Die meisten sind bloß Schwätzer.
this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red